Schön, dass du wieder dabei bist. Hast du schon mal in Gottes Wartezimmer gewartet? Manchmal verordnet uns Gott regelrecht warten. Ganz egal, wie feurig wir beten. Abraham und Sarah hatten bis zu ihren 90er Jahren zu warten, bis endlich Isaak kam. Josef brauchte Zeiten im Gefängnis, um am Ende zum stellvertretenden Pharao aufsteigen zu können. Hiob musste auf seine Wiederherstellung warten. Simeon betete fast sein ganzes Leben lang und wartete auf den Messias. In Psalm 27 gibt es eine echte Ermutigung. Das heißt es: Warte auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und warte auf den Herrn. Also, mit zuversichtlicher Erwartung. Gott hat es versprochen, er wird es auch tun. Hey, manchmal siehst du nichts. Ich habe mich gefragt, wie es den Jüngern ging, als Jesus an diesem Feigenbaum vorbeilief, keine Frucht fand, ihn verflucht und man sah gar nichts. Aber am nächsten Tag, Baum war vertrocknet, von unten, von den Wurzeln bis nach oben. Man sah nichts und trotzdem war die Kraft Gottes am Werk. Und ihr Lieben, so oft ist das bei uns auch so. Und Jesus erklärt das mal, wenn du ein bisschen später schaust. Er zeigt ab Vers 22 und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Habt Glauben Gottes. Wahrlich, ich sag euch, wer zu diesem Berg sprechen wird, heb dich empor, wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Gott sagt zu dir: Zweifel nicht. Wenn ich dir was versprochen habe, dann werde ich das auch halten. Und ich weiß, was du brauchst, und ich bringe es zur rechten Zeit. Jesus ging auch durch so Phasen, wo er sich eine schnelle Antwort gewünscht hätte. Wir lesen im Garten Gethsemane, wie Jesus im Gebet ist. Er weiß um das bevorstehende Martyrium des Kreuzes und er betet. So lesen wir in Markus 14. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Bleibt doch und wacht. Und dann sprach er: Vater, alles ist dir möglich. Nimm doch diesen Kelch von mir weg. Doch letztlich nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Jesus ist hier unter größter Belastung und Anspannung. Aber er unterordnet sich dem vollkommenen Willen Gottes. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Leute, das ist kein einfaches Gebet. Aber wenn du weißt, dass Gott gut ist, dann fällt es dir leichter, dich seinem Willen zu fügen. Klar, wir wünschen uns oft auch so ein deutliches Ja oder ein deutliches Nein. Aber manchmal bittet uns Gott einfach zu warten und zu hören, unser Herz für eine innere Transformation aufzumachen, weil Jesus was Neues in unser Leben hineinbringen möchte. Bete heute mit mir. Herr, stärk mein Herz und gib mir Mut zu warten, mit dieser fröhlichen, zuversichtlichen Erwartung. Öffne mein Herz für deine Güte, sodass ich entspannt mich deinem Zeitplan hingeben kann. Sei gesegnet. Dank, dass Sie unser Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie.